Willkommen am Hardenbergplatz in Berlin, liebe Ammersee-Gemeinde. Wir fahren heute Linie 110 auf dem X10 Elrond und ich habe mal was gemacht, was ich sonst eigentlich nicht mache. Ich habe mir einen Bus spawnen lassen, weil es gibt ein Fahrzeug, was ich gerade entdeckt habe. Es ist ein Mod-Fahrzeug, der ist wohl nicht ganz illegal. Das wohl nicht ganz legal ist und wo es wohl wieder rechte Streitigkeiten oder sowas gibt, ist mir ein Rätsel, weil es ist alles Freeware, was da drin ist. Also fragt man sich, wie es da zu irgendwelchen Streitereien kommen kann. Wenn man Probleme hat, gibt man Credits und so. Naja, ist egal. Müssen wir uns nicht weiter darum kümmern. Ich habe mir den jedenfalls aus dem polnischen OMSI-Forum runtergeladen, da wo er erhältlich ist. Grundvoraussetzung ist, dass man dieses PL, dieses polnische Modpack hat mit allen polnischen Versionen des Solaris Urbino. Und dann kann man sich den installieren und ja. Und dann wollen wir mal sehen, was der so alles kann. Das wird mir jetzt laut. Jetzt gehe ich da mal rein. Das ist nämlich wesentlich leiser, wenn wir hier mal reingehen. Warum Linie 110? Ja, das ist eigentlich die Linie, wo der gut hinpasst. So, sage ich jetzt mal. Ich übernehme gleich mal einen Fahrplan, nicht dass uns das hier wieder wegfährt und dann müssen wir hier 20 Minuten stehen an der Herzallee. Das muss ja nun nicht sein, nicht? 12:05 Uhr. 12.18 Uhr, ja, dann dürfte der wohl der nächste sein, also 12.05 Uhr ab Herzallee. Gut, wir müssen sowieso noch aufrüsten, müssen noch dahin fahren. Warum ich jetzt hier am Hardenbergplatz starte, hat ganz einfach den Grund, der Startpunkt an der Herzallee, der ist nicht so günstig, sage ich mal, um die Linie von Anfang bis Ende zu zeigen. Deshalb machen wir das halt so. So, jetzt muss ich mir erstmal meine Tastatur wieder so hinlegen, dass ich auch Bus fahren kann. Das ist so. Ja, so geht's. Starten wir erstmal die Elektrik. Das Wichtigste an einem Solaris Urbino Elektrik, in dem wir uns hier befinden, ist natürlich die Elektrik. Angenehmes Grundrauschen. Ach Mensch, Wetter, ich war gestern. Anzustellen. Ich will natürlich reales Berliner Wetter. Vielleicht ist ein bisschen diesig heute mal. Ja, naja, ne, es ist doch schön. Es ist das schönes Schietwetter. Schönes Dreckwetter. So, da müssen wir glatt mit Licht fahren, bestimmt. Zumindest sind die Straßenlaternen hier noch an. So, achso, die Elektrik hier starten, da waren wir jetzt dabei. Einmal E-Taste, fertig. Oh, Batteriespannung sieht ganz arm aus. Also normalerweise bräuchte man jetzt eine Ladestation. Wir hätten ja noch 15 Minuten, wo wir den Bus laden können. Ja, ein anderes Problem von dem Bus, was ich schon bei meinen vorherigen Fahrten entdeckt habe, ist, der hat oft fehlenden Luftvorrat. Also, Luft fehlt ihm. Er kriegt keine Luft mehr. Wie soll ich denn das jetzt sagen? Der Vorratsdruck fehlt einfach. Beim normalen Dieselbus würde man jetzt aufs Gaspedal drücken und versuchen, den Luftdruck etwas zu erhöhen. Beim E-Bus weiß ich das nicht, wie man das macht. Also, ich denke mal, dass auf die Pedale drücken, das wird hier gar nichts bringen. Für einen höheren Luftdruck. Außer, dass es mir die Batterie entlädt, vielleicht. Also, es bringt nichts. Also muss man am Anfang sozusagen mit ein bisschen wenig Vorratsdruck auskommen. Ist ein bisschen blöd. Fährt sich ein bisschen doof am Anfang. Da müsste vielleicht mal noch ein bisschen was nachgearbeitet werden. Also er ist noch nicht perfekt, würde ich damit sagen. So,
Licht machen wir schon mal an, weil es ist ganz schön dunkel hier. Innenbeleuchtung brauchen wir nicht. Nee, glaube ich nicht. Gut, 96, 91 war der ID. So, und Code war 1805. Das sind also die Sachen, die wir von Morphy schon kennen. Ich denke mal, da liegt doch der Hund begraben, warum das Ding illegal ist. Ich fand den aber so interessant, dass ich mir das jetzt nicht kneifen konnte. Also normalerweise umgehe ich sowas, was illegal ist und was so wahrscheinlich nicht richtig funktioniert. Aber das wollte ich jetzt wissen. Weil ich habe da lange drauf gewartet, dass es mal ein Ubino Electric gibt. Nachdem Morphy ja den Hybrid schon rausgebracht hat, war das eigentlich nicht allzu weit weg. Aber naja, die Interessen liegen halt unterschiedlich. Der eine mag Elektrik, der andere mag es nicht. Ich mag es. Ich finde, wir leben in einer äußerst spannenden Zeit, wo unterschiedlich, ja, zu wenig Vorratsdruck. Schon wieder. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Soll ich rausgehen mit der Luftpumpe oder wie? Ich weiß nicht, wie ich den aufpumpen soll. Gibt es hier irgendwie eine Kompressortaste, wo man mal Luft nachtanken kann oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ZDV ist. Das weiß ich auch nicht. Zugführer Selbstabfertigung, danach klingt das. So, also. Was ist denn hier Dienstfahrt? Ist das auch die 013? Und zack. Ah ja, gut. Betriebsfahrt. Ja, bei uns ist das Dienstfahrt. Ups. Jetzt habe ich die Bremse gelöst und stand auf dem Gaspedal, also auf dem Strompedal. Kommen wir hier durch? Ja. Dann brauche ich da vorne nicht so rumzirkeln. Ja. Geht. Diese Fahrersichten hier beim Solaris finde ich äußerst ungünstig, weil mit dem Schulterblick sieht man überhaupt nicht, was ganz rechts los ist. Hat er wieder dieses Phänomen, dass er von selber schneller wird. Das kommt meist zustande, habe ich festgestellt, wenn man, ich mache das noch mal ordentlich, wenn man das Gaspedal nicht schnell genug loslässt. Also man muss drauftreten, wenn der zu Ende beschleunigt hat, loslassen, das Gaspedal. Und dann fährt er hoch und dann wird er auch nicht schneller. Das ist insofern richtig, als dass die Schaltung wahrscheinlich durcheinander kommt. Weil ein Elektrobus fährt ja doch etwas anders als ein Dieselbus, also von wehen. Beim Dieselbus, wenn man langsamer fahren will, dann reguliert man einfach den Tritt aufs Gas und das macht man beim E-Bus nicht, sondern beim E-Bus schaltet man ab, sozusagen, wenn man schnell genug ist. Also es gibt wahrscheinlich irgendwie auch Umgewöhnungsschwierigkeiten wahrscheinlich am Anfang. Man muss sich da erst wirklich dran gewöhnen. Ein Elektrobus ist eben Elektrobus und hier ein Dieselbus. Das muss man ganz klipp und klar so festlegen.
Dafür hat sie reicht. Der Vorratsdruck. Fürs Kneeling hat's diesmal gereicht. So. Noch ein bisschen lüften lassen. Ja, so sieht das aus. Achso, wir müssen ja das Ibis noch einstellen. Fahrplan haben wir schon übernommen. 5 Minuten haben wir noch. Dann stellen wir mal das Ibis noch ein. Und er hat 10. Und die Route ist die 1. Nach Grunwald, Roseneck, Einstieg Herzallee. Jawohl, wir sind an der Herzallee. Okay. So, gut, dann ist das eingestellt. Ja, was das Schöne an dem Solaris Urbino ist, der Innenraum ist so schön aufgeräumt. Das hat mir sofort gefallen, wie ich den in Berlin das erste Mal benutzt habe. Dass der hinten nicht diesen Motorturm hat, sondern der hat hier nur in der Mitte so eine ganz kleine Säule, wo die ganzen Kabel, die von den Objekten da oben, da ist dort Klimagerät, dann müsste da eigentlich auch das Powerpack untergebracht sein. Ich weiß nicht, wie das beim Urbino Elektrik ist. Der sieht so aus, als ob er die Powerpacks da oben hat. Es gibt allerdings auch die sogenannten Batterie-U-Busse, den Bob. In Solingen, der hat seine Batteriepacks hier hinten drin versteckt. Also da, wo normal die Busse ihren Motor haben, im Motorraum. Aber der Berliner Urbino Elektrik, der scheint seine Akkupacks da oben zu haben, also seine Powerpacks. Das sind hier wahrscheinlich Umformer und sowas und für Bordstrom und sowas muss ja auch noch umgerechnet werden. Lichtmaschine und so ein Quatsch. Also was das jetzt im Alten hier oben auf dem Dach ist, weiß ich nicht, da müsste man sich nochmal, außer Klimaanlage erkenne ich eigentlich nichts. Da müsste man sich nochmal direkt mit befassen. Gut, dann können wir den aufpumpen hier, wir fahren dann nämlich auch bald los. Dann heißt es, weil ja die Batterie nicht mehr allzu stark ist, möglichst ökonomisch fahren, weil sonst müssen wir zum Grunewald Roseneck schieben. Kann uns trotzdem passieren. Weil man hat eigentlich kaum eine Möglichkeit, wirklich aufzuladen. Und den Prozess des Rekuperierens, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, wie dieser Begriff heißt, dass das Akkupack beim Rollen wieder aufgeladen wird, also beim Rollen lassen wieder aufgeladen wird, dieser Begriff heißt Rekuperieren. Das ist mir doch letztens beim Hybrid irgendwie entfallen. Jetzt wissen wir es. Wann ist ein Abfahrt? 2,4 Hertz. 12:05 Uhr abfahren. Und wie spät ist jetzt? Gab es hier auch irgendwo eine Uhr? Nee, das ist keine Uhr. So.
Bevor wir jetzt hier uns an den Stau mit anstellen müssen, werde ich die Uhr mal 2 Sekunden vorstellen. Weil ich glaube, das löst sich hier nicht auf. Achtung! Jawohl! Das sieht schon ein bisschen besser aus. Ich habe nämlich keinen Bock, mich da an so einen Stau, der sich sowieso nicht auflöst, anzustellen. Mir reicht immer schon der Stau da vorne auf der Kreuzung. Der ist garantiert jetzt auch wieder da. Aber da müssen wir jetzt durch. Was sagt die Temperatur? 15 Grad. Okay. Müssen wir mal im Auge behalten. Die hat hier aber kein Piep oder sowas, kein Abfahrtston. Da muss sie auf dieses Display starren. Und warten, bis was passiert. Übertrieben mit Licht zu fahren. Reicht da nicht Tagfahrlicht? Wir haben noch Tagfahrlicht sowieso an. Ja. Haben die anderen Kollegen Licht an? Mal schauen. Oh, Abfahrt! Abfahrt! Herz allerliebst. Sauber aufpassen. Ich stehe nicht rückwärts auf immer fährt. Ah! Das hatten wir aber beim Hybrid auch schon. Der ab und zu mal so einen Spinner hatte, wo er rückwärts losgelegt hat. Es gut, das zusammenhängt, weiß ich nicht. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Karte für eine Kurzstrecke. Hm? 1,40. Danke.
Hallo. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Einmal nochmal. Hallo. Dankeschön. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Gut. Aber das Gefühl, dass die Haltestellenbremse drin geht, das ist auch nicht an dem. Leider. Deshalb muss man immer die normale Haltestellenbremse auch mit benutzen. Also um den anzufahren hier gerade, den ich jetzt hier heute jetzt erwischt habe, sonst war das nicht so, muss ich das Pedal voll durchtreten und dann aber auch immer gleich wieder loslassen, weil ja sonst viel zu schnell wird. Jetzt fährt er wieder rückwärts. Was soll denn man das? Das ist die Tücke des Objekts schon wieder. Bahnhof Landstraße. Hallo. Hallo. Nee, wir müssen noch mal ein bisschen Ballett machen jetzt hier, weil... Oh. Gleich ans links.
Der ist aber heute ein bisschen bockig irgendwie, den ich jetzt hier gerade erwischt habe. Batterieladung stimmt einigermaßen. Es bleibt bei dem kleinen Balken. Hey! Mann! Ich kenne keine Freunde. Adenauer. U-Bahnhof Adenauer Platz. Ja.
Hallo. Dankeschön. Eine Kurzstrecke, bitte. Hier sind wir noch bis jetzt ja so durchgekommen. Irgendwo habe ich ihn auch wahrscheinlich ein bisschen falsch bedient. Das ist rückwärts rollen, dieses auf einmal nach hinten losfahren. Das ist bestimmt ein Bedienungsfehler von mir gewesen. Vielleicht liegt es auch an dem Mod, aber ich glaube, der macht auch nur die Sachen, die man eingibt. Irgendwo habe ich da was falsch bedient. Oder das Pedal nicht richtig losgelassen oder was auch immer. Das ist jetzt perfektes ökonomisches Fahren. Ich hätte gerne Karte für eine Kurzstrecke. Nee, die Schaltung kann das auf jeden Fall nicht ab, wenn man irgendwie nicht gleich abschaltet, sondern zurückschaltet. Das ist eigentlich, das entspricht auch dem, was man von Elektrofahrzeugen so im Allgemeinen weiß. Also ich weiß, dass man an dem Sollwertgeber auch nicht hin und her schalten sollte. Das sind so die Schwierigkeiten, die Busfahrer wahrscheinlich haben, die das nicht gewohnt sind, sondern die das Gas eben damit regeln, dass sie eben den Fußdruck vom Gaspedal nehmen und das Gas zurückregeln können. Ja, und das ist eben was völlig Neues beim Elektrobus, dass das da nicht mehr so sein sollte. Wangenheimstraße.
Ob das jetzt in Wirklichkeit auch nicht so nicht funktioniert, das weiß ich nicht. Also, das kann ich erst sagen, wenn ich den selber in Berlin mal gefahren habe, aber alles andere hier ist nur Spekulation. Ich nehme mal an, dass das funktioniert, wohin soll, werden die aber das sehen durchaus auch. Dass du den durchaus auch zurückschieben kannst. Bei einer Thyristorsteuerung zum Beispiel hat das auch nichts ausgemacht, wenn du dann nicht gleich abgeschalten hast. Das war nur bei der, bei den normalen Fahrmotoren früher, bei den Elektro-Fahrmotoren früher musste man auf Öl zurückschalten. Sonst hat man die Schaltung durcheinander gebracht. Das galt für den Beschleuniger so, ich weiß das. Für den normalen Fahrschalter galt das so. Beim GT4 war es so, die GT4 habe ich selber mal gefahren in Halle. Da musste man auch auf 0 zurückschalten, da war auch, da durfte man auch nicht zu lange auf einer Fahrstufe bleiben. Dann leuchtete irgendwie eine Warnlampe, da musste man unbedingt weiterschalten. Entweder vor oder auf 0 zurück. Aber jetzt fährt er einigermaßen gesittet hier. Nicht mehr so wie am Anfang, dass ich das Gaspedal durchtreten muss, um anzufahren. Will denn hier keiner aussteigen? Nö. Das haben wir auf jeden Fall fürs Knielingen hier noch Druck. Ha! Schnell weg hier. Ich weiß nicht, wie das bei Seamatic und Diamatic Steuerung ist, ob man da auch zurückschalten müsste. Da habe ich keine Ahnung, weil die kenne ich nicht. Sowas hatten wir nicht. Im Osten. Der Osten hatte nur Einheitsfahrschalter. Da fährt man eben so, dass man niemals zurückschaltet, sondern immer nur raufschaltet, und wenn man zurückschaltet, dann immer auf Null. Bei allen Fahrschaltertypen. Außer beim Thyristor nachher. Da ja diese neuen Steuerungen, also Megi, Shopper-Steuerung und sowas, weil die ja alle auf diesem Thyristor-Prinzip. Denke ich mal, wird das da auch so sein, dass man da zurückschalten kann. Bei dem wird das auch so sein, aber das ist eben ein Modellkompromiss hier, also ein 3D-Modellkompromiss. Dem ich durchaus leben kann.
eine Kurzstrecke, bitte. Zwei. Das ist der falsche Schein. Achso, Entschuldigung, ja. Wollen Sie mir ein paar Scheine geben? Kurzstrecke ermäßigt, 1,10. Dann Dankeschön. 40, bitteschön. Ups, melde mich doch jetzt fort da. Gut. Sagt nur mal meine Heizerei. 17. Okay. Dann scheint das wohl was zu bringen. Mit der Heizerei. So, Roseneck. Eine Tour beendet. Was sagt die Uhr? Plus 2. Okay. Das sollte nicht werden. Wir haben Zeit, wir haben Pause. Ich kann den Fahrplan sowieso nicht abschließen, weil der 245er steht vor meinem Würfel. Vor meinem Schlusswürfel. Kann ich sowieso erst erreichen, wenn der weg ist. Der blinkt. So, war hier noch wer drin? Nee. Ja, das ist ein bisschen blöd hier, weil hier steht immer der 249er vor.
Der Würfel zum Beenden des Fahrplans, der liegt hier vorne. Man hätte da auch drumherum fahren können. Aber dann steht man dem nachher im Weg. Dann kommt der nicht mehr weg. Deshalb bleibe ich da lieber hinter. So blöd wie das ist. Also ich finde den Bus richtig geil und gelungen. Schade, dass jetzt bloß ein Repaint dabei ist, also im Zustand des 1688. Wenn die anderen drei auch noch drin wären, dann wäre es perfekt. Ich habe ja den Erschaffer dieses Repaints schon gefragt, ob er vielleicht die anderen beiden auch mal noch macht. Aber wie man sieht, bis jetzt ist da nichts passiert. Schade eigentlich. So, Pusterei. Jetzt sagt die Pusterei 15 Grad. Ja, irgendwie ist mir das hier schleierhaft. Man hat so einen Entfroster hier. Man hat die Heizung. Man hat hier alles an. Das ist ja hier Puste. Und trotzdem wird das nicht warm. Und obwohl man so ein komisches Klimagerät da oben drauf hat. Heizerei in Omsi ist Krampf, besonders in Hamburger Bussen. Das mag ich überhaupt nicht. Oh, guck mal, hier. Fast halbe Ladekapazität. Sind wir gut gefahren. Ah, wir fahren weiter. Mal sehen, ob der jetzt oder vorne stehen bleibt. Ich lasse den erstmal wegfahren. Was war denn los? Ja, jetzt fährt er. Gut. Dann kommt hier hoch. Unsere Abfahrtshaltestelle, weil der an der Abfahrtshaltestelle ist der Würfel zum Beenden des Fahrplans. Hier ist der Fahrplan. Zack. So, jetzt müssten wir eigentlich hier. Hallo? Rosenbeck, Endhaltestelle, bitte aussteigen. Terminus, please leave the bus here. Hat der jetzt umgestellt? Nö. Nee. So, erst wenn ich die Tür öffne. Ja, alles klar. Dann ja! Das muss schon sein! Bitte warten. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Zoologischer Garten. So. Naja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ein und eine halbe Minute. Das ist aber ganz schön laut hier am Rosenbeck, muss ich mal sagen. Kein Wunder, wenn hier LKWs aus Nebenstraßen kommen. Ja, dieses Thema LKWs aus Nebenstraßen, das lässt mich gerade verzweifeln. Ich versuche nämlich zum 100.000. Mal einen neuen Dorf für mich zu erstellen, mit dem ich leben kann. Also ein konvertiertes Neuendorf neben dem unkonvertierten. Neben dem Omsi 1 am Neuendorf möchte ich mir noch ein extra Neuendorf anlegen. Das habe ich schon so oft gemacht jetzt. Mittlerweile müsste ich eigentlich schon Routine darin haben. Aber wie das immer so ist, die Lust. Am Anfang ist sie da und dann irgendwann wird es langweilig. Ja, und
Jedenfalls zum 100.000. Mal verändere ich da jetzt die Verkehrsregeln darauf, dass da LKWs mit Erlaubnis fahren und nicht mehr in der AI-Liste allgemein sind, damit sie in irgendwelchen Nebenstraßen rumbohren. Und das macht ganz schön Arbeit. Und dann hoffe ich, dass ich das mal irgendwo veröffentlichen kann, diese Rework-Geschichte, weil ich habe nämlich die Schnauze voll, weil nichts ist besser gesichert, als wenn man das irgendwo veröffentlicht. Weil mir gehen ständig irgendwelche OMSI-Datensicherungen verloren. So, wie sieht denn sie? Bitte abfahren. Jawohl, ihr Wunsch ist mir ein. Eine Anweisung. Hallo. Am schön gebrav. Brav war, ihr wartet auf mich. Hätten sie ja nicht machen müssen, aber ja, wenn es dann so sein muss. Roseneck. Nein, nicht Roseneck. Elgersburger Straße. Genau. Ende der Umleitung. Genau. Kann sich nun mal entscheiden. Nee, der kann sich auch nicht entscheiden. Toll, hättest du dich mal früher entschieden, dann wäre ich schon um die Ecke. Das ist hier eine ganz tolle Ecke. Das liegt aber an diesen fehlenden Sichten, weil man muss hier jetzt immer so ranfahren, damit ich sehe, was da auf der linken Seite los ist.
Sonst segt es nämlich nicht. Der hat einfach nicht die Kraft gehabt, an dem Bordstein vorbeizukommen. Ist immer das möglich? Obwohl das noch ja nicht in der Steigung war. Hallo. Hallo. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Hallo. Ist jetzt für ein Rauschen noch dazu gekommen. Auf einmal ist so ein bassiges Rauschen in meinem Ohr eben gewesen. Was war denn das für eine Kühlung? Sag noch mal, einer Elektrobusse machen keine Geräusche. Ah, fallen dir beide Ohren ab, wenn du hier vorne sitzt. Meisterplatz.
sehr anständig. Gas. Das Rollen bis in der Haltestelle. Gerne will ich mich bequemen. U-Bahnhof Adenauerplatz. Ja, da ist eine Hand. Die sehe ich da nicht. Ist aber ziemlich chaotisch hier in der City West. Meine. Geht's hier auch mal weiter, oder? Oder?
stehen wir ja bis Weihnachten. Ostern. Achso, nee. War doch ein kleiner Busstau. Das war ein bisschen hart gebremst. Ein bisschen arg hart. Schon Ampelsymbol. Schon noch nie gesehen. Geschweige denn, dass ich weiß, was es bedeutet. Trollstraße. Da heißt, das kann auch ein Schutzweg sein, falls die Ampel aus ist. Wahrscheinlich nicht auflösen wird. Ja, ja, die stehen immer noch da. Ach, der kommt auch noch. Ups, jetzt habe ich ein bisschen aufgesetzt. Das passiert mir aber selten. Guten Tag. Mit Doppeldeckern schon öfter, aber nicht mit zwei Achsern. Nicht auf Maps, wo Standardzeugs verbaut ist. Der nächste zum Spurwechsel.
Hier ruppelt es gerade ein bisschen, weil City West wird aufgebaut. Oh, das war aber. Das war knapp. Das ist doch die, wo normalerweise die Zitaros fahren. Genau, das ist die. S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten. Endhaltestelle. Sie können noch bis zur Betriebshaltestelle mitfahren. Doppelt hält besser. Gut, gut. Das ist ja schon wieder so ein feiner Stau. Oh, was ist denn mal da bloß? Eine erste Haltestelle im Stau, wenn Busse nicht loskommen. So. Oh, wir haben so ja noch Fahrgäste. Zack. So, das war eine Runde. Solaris Urbino Electric in Berlin auf Linie 110. Ich hoffe, es hat ein wenig unterhalten. Und hiermit sage ich wie immer Tschüss.